Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich drehe jetzt das Video wieder nochmal zum zweiten Mal, weil ich habe mein erstes Video mit diesem Thema leider verbockt, weil das über 40 Minuten waren und wir wollen das ja nicht so gerne. Und deswegen mache ich nochmal einen Neustart. Und zwar möchte ich gerne ein Video machen, was ich die Tage schon mal gedreht habe. Und zwar möchte ich meine Schminksammlung zeigen, beziehungsweise das ist ein Schminksammlungs-Update. Und zwar habe ich das in Kategorien aufgeteilt. Und da habe ich ja schon Puderlidschatten aufgeteilt, Basics, Cremesachen und so weiter. Und heute ist das Thema Schminksammlungs-Update, Kategorie Lippenstifte. Und ja, das möchte ich gerne mit euch machen. Ich habe schon hier einiges gequatscht und ich werde jetzt mal einfach mal ranzoomen und ich hoffe mal, dass ich das Video so gut wie möglich hinkriege. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit dem ersten. Ich habe jetzt meine Speziallampe nicht an, weil an der Steckdose steckt jetzt meine Aufladekabel und deswegen könnt ihr das etwas schlechter sehen. Aber ich hoffe, es geht. Und zwar die erste Farbe, die ihr seht, ist mein Depotitor Lippenstift. Da war ja der Mechanismus kaputt und da habe ich das schnell hier reingeschmiert, sage ich jetzt mal so. Und zwar die 02 Sparkling Romance von Essence. Wir beginnen jetzt einfach mal mit den Essence Lippenstiften als erstes. Das hier ist ein sehr glänzender Lippenstift, man sieht die Farbe an sich, das ist so ein, ja, so ein kleines bisschen Bordeaux-Ton, sieht man kaum auf den Lippen. Hier ja, aber auf den Lippen sehr, 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 sehr wenig. Aber dafür hier die ganzen Glitzerpartikelchen. Die ganzen Essence, Lippenstifte in der bunten Verpackung sind leicht transparent, aber die, also man sieht zwar ein bisschen Farbe, aber die halten nach einer gewissen Zeit sehr gut. Bis man isst und trinkt, dann ist das vielleicht leicht abgefärbt, aber wenn man sowas hier dabei hat, sei es jetzt so ein Pöttchen oder so eine Lippenstifthülle, dann kann man das nochmal nachziehen. Und am besten ist immer, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, auch starke Lippenstifte habt, dann ist es besser, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt keinen starken Lippenstift, ich möchte gerne diese Farbe aber sehr, sehr leicht aufgetragen haben, dann nehmt ihr einfach hier einen Lippenpinsel. In meinem Fall ist das von Evelyn. Aber ich suche ja noch so einen Ersatzlippenpinsel. Falls ihr einen seht, könnt ihr mir mal schreiben. Auf jeden Fall, das mache ich dann öfter mal. Und ja, also die Lippenstifte von Essence sind zwar gut von der Quali und eine leichte Transparenz, aber trotzdem schick sind die sehr, sehr, sehr gut. Und ja, die kleben nicht. Also bei mir haben die keine Fäden gezogen, die kleben nicht. Auch wenn ich viel spreche, ich neige auch sehr viel auch an Speichelfluss auch, wenn ich viel rede, dann zerläuft das nicht oder so in den Fältchen oder verschmiert nicht oder so. Und das ist schon sehr, sehr gut. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter, bevor ich wieder weiter drumherum rede. Wir haben jetzt einfach, wir haben jetzt die Farbe Almost Famous. Das ist ein leicht roter. Das ist dieser hier. Ich gehe jetzt einfach mal ganz nah an euch ran. Vielleicht sieht man das ein kleines Ticken besser. Na? So. So ist das ein bisschen besser. Ja, also das ist hier so eine rote Farbe. So sieht das in der Verpackung aus. Also wie gesagt, die Farben, die sieht man zwar hier, aber auf den Lippen ist das, wie gesagt, anders. Das ist so eine leicht transparente, rötliche Farbe. Dann haben wir die Farbe In the Nude. Das ist dieser hier. Brauche ich ja eigentlich nicht zeigen, wie es eigentlich aussieht. Ihr seht das ja
eigentlich auf den Swatch. Das ist so eine wunderschöne Nude-Farbe. Dazu passt alle Looks. Weiß ich nicht. Ihr könnt nur Wimperntusche machen, Kajal, ein bisschen Rouge und dann halt den Nude. Oder halt so wie gewohnt starke Augen-Make-ups und dann halt eine Nude-Lippe. Oder halt ganz normal eine leichte Töne oder nur ein Ton oder nur ein Eyeliner und dann halt diese schöne Farbe dazu. Dann haben wir als nächstes, ich glaube, den Coralize Me. Nee, falsch. Den All About Cupcake. Das ist hier drunter. Die sehen auch so leicht glossy aus, so ja, die glänzen auch ein bisschen, also so leicht glossy sind sie. Deswegen sind die auch auf den Lippen auch ein bisschen transparent, denke ich mir mal. Und so sieht das aus, so ein schöner Rosenholz, so in Richtung Rosenholz gehend. Jetzt haben wir den Coralize Me, das ist dieser hier, den trage ich auch sehr, sehr gerne. Am meisten gerne bei leichten Looks. Beziehungsweise so Frühling, Sommer, Winter manchmal auch. Also mich stört das überhaupt nicht, ob Winter, ob Herbst, ob Frühling, ob Sommer ist. Ich trage das, was mir gefällt und ich muss das ja nicht immer den Jahreszeiten anpassen. Also mir gefällt das, was ich gerne in der Hand halte und fertig. So, das ist dann halt der Coralize Me. Dann geht es weiter mit der Farbe Dazzling Beige. Diese beiden hier, das sind schimmrige Töne. Da würde ich eher aufpassen, dass ihr am Auge nicht so schimmriges habt oder nicht so viel Highlighter nimmt oder nicht so viel Blush nimmt, die Glitzer haben, weil der schon sehr ausdrucksstark ist. Es ist eine Nude-Farbe mit sehr, sehr viel Schimmer. Das sieht man mehr auf den Lippen als dieses Beige. Dann haben wir hier den Cutty McCut, das ist dieser hier, wo ich von gesprochen habe. Der ist so etwas, ja, so ins Lila gehende oder so ins so, ja, würde ich mal so sagen. Ist nicht lila, aber so ein bisschen dahingehend mit so einem silbrigen Glitzerpartikel, Schimmerpartikel. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Den trage ich auch ganz alleine, ohne irgendwas überall drauf. Und dann fühle ich mich auch geschminkt und ja. Dann haben wir zwei schwarze Essence-Lippenstifte. Die sind ein bisschen von der Farbe her intensiver, etwas cremiger, aber ich mag es so gerne, wenn sich die Lippenstifte so durchziehen, so wie so ein Rutsch einfach über meine Lippen gehen. Das mache ich am allerliebsten und das machen die sehr, sehr gut. Das ist in der Farbe Coralize Me. Das ist dieser hier, das sieht, glaube ich, ein bisschen in der Kamera rötlich aus. Aber das ist so halt so ein Koralle, so ein dunkleres, so ein dunklerer Koralleton als der andere von Essence. Aber sehr, sehr schön, finde ich, so eine frische Farbe. Und dann haben wir hier noch den Natural Beauty, der ist auch so rosenrot nude in Richtung. Wollte ich euch nochmal so zeigen. Und das ist dieser hier. So, dann geht es weiter mit einem Catrice Lippenstift. Das ist aber ein Lip Glow. Der sieht aus wie so ein Lollipop. Und dieser Lollipop bzw. Lippenstift ist etwas Besonderes. Und zwar passt er sich der Lippenwärme an bzw. Lippen-pH-Wert. Das heißt, wenn ihr einen niedrigen pH-Wert habt, dann sieht ja so leicht rosé aus. Wenn ihr ein bisschen höher habt, dann rötlich so. Und der sieht auf der Haut roséfarben aus. Also hier auf der Haut sieht der roséfarben aus. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennt, ich werde jetzt mal einfach mal testen.
Ein bisschen schwierig jetzt ohne Spiegel. Ich wollte den jetzt nicht da. Ist mich nicht mehr aus dem Bild bewegen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ein bisschen Unterschied jetzt gerade festgestellt habt. Und zwar gehe ich nochmal vorsichtig näher ran. Der hat hier so einen leichten rötlichen Touch hinterlassen auf meinen Lippen. Mal ist er bei mir auch rosé. Das kommt immer, glaube ich, auf den pH-Wert an. Ja, und hier auf der Haut, wie gesagt, ist er leicht rosé angehaucht. Genau. So, dann gehen wir weiter. Dann habe ich noch Lip Color Butters. Zum einen habe ich den von Astor. Das ist ein Soft Sensational Lip Color Butter. Das ist in der Farbe 012 Agility Pleasure. Und der ist etwas intensiver als die Catrice Lip Butters, die ich euch gleich zeigen werde. Das ist dieser hier, so ein Bärenton, so ein Rot-Bärenton. Und der ist wirklich, wirklich schön. Stiftform sieht bei dem so aus wie ein Lippenstift. Kann man auch drehen. Kann man auch. So. Und ja, das ist mein einziger von Astor. Gehen wir weiter zu den Purshine Lip Color Balms oder Color Lip Balms. Ich habe jetzt die Farbe My Cherry Berry. Wartet. Ja, das ist dieser hier. Der ist auch, also die von Catrice sind auch so leicht glossy, nicht komplett deckend, also nicht ganz so kräftig, aber man kann sie auch gerne aufbauen, wenn man möchte. Und ja, ich finde das Gefühl, auch bei den Essence-Lippenstiften habe ich ja ganz vergessen zu sagen, das Gefühl, es ist pflegend, zieht nicht Fäden, also auch nicht bei den Lip Color Butters. Das hat, glaube ich, noch ein bisschen Shea Butter mit drin. Bin aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Steht hier nicht, aber da steht, pflegt wie ein Balsam. Und ja, dann haben wir hier noch Cherry Tie, das ist so ein rötlicher Ton. Das ist dieser hier. Sehr, sehr schön, finde ich die. Und dann habe ich eine Lieblingsfarbe, das ist der Flamingo Go von Catrice. Das ist eine Peachfarbe. Und dann haben wir noch den einzigen Maybelline New York. Das ist der Beige Fizz Sparkling Bronze. Das ist auch so ein sehr, sehr krasser Ton. Das ist so braun. Mit sehr, sehr hohem Glitzeranteil. Und so sieht der aus. Da muss man auch aufpassen, ob man, wie man halt die Looks miteinander kombiniert, weil das schon sehr, 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 stark pigmentiert ist. Ja, das waren die ersten 15 Stück. Und ich guck mal, ob ich jetzt schnell eben das zweite Stück nochmal dranpinnen kann. Ansonsten werde ich das nochmal halt extra hochladen. Ich schaue mal gleich, wie es funktioniert hat. Und ja, jetzt gehen wir weiter zu den nächsten 15 Stück. Sasa. So. Ja, ich werde jetzt den zweiten Teil der Lippenstifte machen und ich hoffe, das wird gleich schön zusammen hochgeladen. Ansonsten mache ich das gleich einzeln. Also nicht wundern, wenn ich irgendwo mittendrin wieder aufhöre. So, ich habe jetzt die nächsten 15 Stück hier gemacht und ich werde euch jetzt wieder einmal ranzoomen. Und dann werde ich mal einfach mal loslegen. Ich habe jetzt in dem zweiten Teil der 15 Stück habe ich noch Milan-Lippenstifte, ich habe noch Adventskalender-Lippenstifte, ich habe auch noch welche geschenkt bekommen und selbst gekaufte, meine ersten damals.
gesagt, Adventskalender und Catrice. Und ja, ich habe, wie gesagt, welche geschenkt bekommen, noch von einer ehemaligen Mitarbeiterin von einem Drogerieladen. Ich sage jetzt nicht welchen, aber ne, weil ich glaube nicht, dass sie das möchte, dass ich das jetzt sage, wo sie mal gearbeitet hat. Auf jeden Fall hat sie mir mal welche geschenkt zum Geburtstag oder mal zu Weihnachten, weil wir uns mal so gut verstanden hatten und ja, habe ich mich auch richtig gefreut. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach mal los. Und zwar die erste Farbe, die ihr seht, ist einmal von Müller. Das ist ein roséfarbener, also so ein Rot-Rosé-Ton, so. Und der ist sehr intensiv. Also die drei Müller-Lippenstifte, die ich jetzt vor mir habe, die sind teilweise intensiv und teilweise nicht und teilweise auch ungewöhnlich. Aber der hier ist schon eine sehr, sehr schöne, kräftige, matte Farbe. Die Melan-Lippenstifte, die sind momentan, kann ich die nicht tragen, weil die kleben ein bisschen. Entweder ist das jetzt so halt wetterbedingt, dass meine Lippen das nicht möchten, oder die sind wirklich jetzt nicht mehr ganz so gut zu gebrauchen. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift, das ist so einer hier, das ist so ein Nude-Ton. Der ist auch schon ziemlich abgelutscht. Das ist so einer hier. Dann haben wir hier einen sehr ungewöhnlichen Lippenstift. Da weiß ich nicht, warum ich das bekommen habe, beziehungsweise warum ich das wollte. Ich glaube, ich habe das genommen für Karneval oder für Halloween Sachen. Und ich werde das hier auf jeden Fall mal benutzen für nächstes Jahr, wenn wir wieder Karnevalssitzung haben nächstes Jahr. Und wir wollen alle gleich aussehen. Also meine Bekannte hatte gesagt, wir möchten gerne alle zusammen, weiß ich nicht, Meerjungfrauen sein. Und jeder kann sich das aufsticken, was er möchte und was dazu passt. Und da habe ich mir gedacht, könnte ich ja so ein bisschen so, so Kiemen malen hier, so Kiemen hier und, oder, ne, oder irgendwas anderes dann damit definieren. Ansonsten ist das gar kein Ton zum Alltag. Auf keinen Fall. Dann haben wir hier noch einen Nude-Ton, der so leicht rosé schimmernd ist. Da sieht man mehr so ein bisschen Glitzerpartikel drinne. Dann haben wir hier einen Rosé-Ton. Das ist dieser hier. Auch sehr, sehr schön, so ein leichtes Babyrosa auf den Lippen. Ups, da ist der Deckel leider kaputt gegangen. Dann haben wir hier noch so einen leichten Bronze-Nude-Ton. Das ist dieser hier. Die aus dieser goldgelben Verpackung, die sind auf den Lippen sehr, sehr trocken, aber die gibt es eh nicht. Ich glaube, das war mal in meiner ersten Schminkeset-Box gewesen. Da habe ich mal ein Schminkset bekommen und ja. Da waren die mal drin. Ich weiß, gibt es die noch? Ich glaube ja. Dann habe ich, das war auch, glaube ich, in dieser Box drin. Das ist so ein, ja, Rot-Rosé-Ton. Das ist dieser hier. Der ist auch ganz schön für zwischendurch. Dann habe ich meinen Lieblingston. Das ist aus dem Adventskalender. Der ist eigentlich ganz okay, also von der Qualität her. Also kann ich nicht meckern, das ist so ein wunderschönes Rot. Das ist dieser hier. Also kann ich echt nicht meckern. Also den habe ich auf jeden Fall behalten. Wie auch dieser Lippenstift. Also diese starken Bronzetöne, die und die. Also die beiden, die behalte ich jetzt
auch mal hier für die Lippen einfach so oder halt so für Karneval, Halloween, sowas halt. Und das ist dieser Ton hier, den ich euch als erstes gezeigt habe. Der hat noch so einen wunderschönen leichten Schimmer. Oder man kann sowas bestimmt, ich weiß nicht, ob das geht, so einen Lippenstift für so einen cremigen Bronzer ersetzen. Ich weiß nicht, ob das geht. Dann haben wir hier noch so einen helleren Bronzeton. Das ist einmal dieser hier. Haben wir noch einen. Jetzt gehen wir jetzt zu den Catrice Lippenstiften. Das ist ein Ultimate Shine Lippenstift. Das ist der einzige silberne hier. Aber ich glaube, durch meine Ansteckphase momentan auf YouTube werde ich mir wahrscheinlich mehrere von diesen Teilnehmern besorgen. Das ist dieser hier. Das ist so ein schimmriges Nude. Da müsst ihr auch aufpassen, weil der sehr, sehr schimmrig ist, wie ihr natürlich den Look wählt. Nehmt ihr nur Wimperntusche, Kajal, Blush oder nehmt ihr nur Lidstrich, Blush, Lippenstift oder. Ne, weil der ist schon sehr schimmrig. Die sind von der Qualität auch sehr, 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 sehr gut. Also ich habe sehr viel Gutes davon gehört und ich liebe sie. Haltbarkeit, klasse. Bis auch natürlich auf einen bestimmten Punkt, je nachdem, was man isst oder trinkt. Wenn man jetzt sehr Fettiges isst, dann würde ich dann sagen, einmal nachziehen. Wenn man was Leichtes isst oder was Leichtes trinkt, dann hat man immer noch eine wunderschöne Färbung an den Lippen. Dann haben wir hier noch mal auch eine schöne Farbe von mir, Princess Peach. Das sind jetzt die Ultimate Colors in dieser Reihe. Das ist einmal dieser hier. Auch eine super schöne Farbe. Und da mache ich das ganz gerne mit einem Lip Liner-Pinsel oder Lippenpinsel vielmehr. Und weil er auch meist auch sehr intensiv rauskommt, je nachdem, wie viele Schichten man aufträgt. Und dann habe ich mich echt vergriffen bei diesem Lippenstift. Das ist der Oh Juicy. Der ist richtig neon-orange. Das ist nicht so gut für den Alltag. Deswegen benutze ich den immer mal als zum Malen für Halloween, Karneval und so weiter. Weil er ist nicht für den Alltag eben gedacht. Ich habe mich echt vergriffen. Weil ich dachte, der ist so schön auf den. Das sah so schön aus, da dachte ich mir, ist doch wirklich eine schöne Farbe. Aber als ich den damals auf den Lippen getragen habe, sah der echt richtig funky aus, richtig komisch. Und deswegen nehme ich den nur so als Karneval, Halloween und so weiter. Dann habe ich noch den Matte About Pink, das ist aus der Matte-Reihe. Die hatten auch so Lippenstifte, die so matt sind, meine ich, in dieser Kollektion. Die sind auch wirklich schön matt. Und ich habe gedacht, matte Lippenstifte trocknen meine Lippen aus. Ist aber nicht so. Das ist der Matte About Pink. Ich zeige euch den jetzt mal hier. Der ist so leicht, also pink, und geht auch ein bisschen so in der Korallenrichtung rein. Und das ist dieser wunderschöne Ton. Genau, und dann haben wir noch einen letzten und das ist auch einer meiner Lieblingsfarben. Das ist ein It's a Matte World. Das ist ein Rot. Ein sehr, sehr schönes, mattes Rot. Und wenn mir das Matte nicht so gefällt an dem Tag, nehme ich mir einfach einen Lipgloss und mische das Ganze und das ist dieser hier. Auch sehr, sehr, sehr schön. Eigentlich sind alle Farben sehr, 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 sehr schön. Ich werde mich jetzt mal wieder rauszoomen. Und ja, das waren meine Lippenstiftsammlungen. Ich hoffe jetzt, dass dieser Schnitt endlich genehmigt wird. Und ich hoffe, das hat euch gefallen und euch
habe, glaube ich, auch erwähnt vorhin, dass wegen dem Facebook, also wer gerne meinen Vorschlag da gerne sehen möchte, der soll mich bitte liken oder mir einen Kommentar hinterlassen, auch hier drunter. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich würde mich freuen natürlich wie immer auf ein Feedback, auf einen Wunsch und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.